Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Udina. Im letzten Gruppenspiel empfängt bei der U21 EM Deutschland Österreich ein Unentschieden reich Deutschland gegen Österreich, Sonntag, 21 Uhr, um das Halbfinale der U21 EM und damit gleich das erste große Ziel zu erreichen, das Ticket zur Olympia 2020 in Tokio. Fünfzehnte Tor für Deutschland. Nahezu im direkten Gegenzug geht Deutschland in Führung. Luca Waldschmidt steht 20 Meter vor dem Tor und findet keine Anspielstation. Da haut der Freiburger die Kugel einfach aus dem Stand genau in den Winkel. Ein überragender Treffer. 23. Tor für Österreich. Innenverteidiger Kevin Danzo vom FC Augsburg schnappt sich den Ball und trifft extrem platziert unten links. N2 Übel ist chancenlos, muss im dritten Spiel den dritten Elfmeter-Gegentreffer hinnehmen. 34. N2 Übel rettet Deutschland mit einer Glanzparade vor dem Rückstand. Kalajdzic hatte nach Chipflanke von Xaver Schlager aus kürzester Distanz geköpft, versuchte es als Aufsetzer, doch in Handballtorwartmanier wirft sich der Schalker Keeper dazwischen. Das war knapp. 45, Flanke von rechts genau auf den Kopf von Kalajdzic. Der nickt den Ball an N2 Übel vorbei an den Innenpfosten. Deutschland wieder im Megaglück.